Hallo, ihr Neugierigen. Wahrscheinlich wisst ihr, dass die Realität oft viel schockierender ist als die Fiktion. Ein Beispiel dafür ist der schreckenerregende Fall von Michael Gargiulo, besser bekannt als Jack the Ripper aus Hollywood. Wie er zu diesem Ruhm gekommen ist und noch schlimmer, was dieser Serienmörder mit Amerikas Liebling Ashton Kutcher zu tun hat? Um es herauszufinden, schaut euch unser Video an. Michael Gargiulo wurde 2008 verhaftet, weil er schreckliche Verbrechen beging. Er griff mindestens 4 Frauen brutal an, von denen 3 starben. Sein erstes Opfer war eine 18-jährige Kalifornierin, Tricia Pacaccio, die 1993 von mehreren Messerstichen starb. Sie wurde etwa 47 Mal niedergestochen. Die zweite Frau, Maria Bruno, wurde ebenfalls mit solch tödlichen Verletzungen gefunden. Die dritte, Ashley Ellerin, war eine Modedesign-Studentin und zum Zeitpunkt ihres Todes war sie lediglich 22 Jahre alt. Der letzte Fall passierte im Februar 2001, also vor fast 20 Jahren, und er betrifft den berühmten Hollywood-Schauspieler Ashton Kutcher. Aber wahrscheinlich fragt ihr euch, woher diese Verbindung kommt. Es stellt sich heraus, dass der Star aus den Serien Die wilden 70er und Two and a Half Men in der Nacht, in der Ellerin brutal ermordet wurde, ein Date mit ihr hatte. Deshalb wurde der Schauspieler am 29. Mai 2019 aufgefordert, vor einem kalifornischen Gericht auszusagen und seine Geschichte zu erzählen. Die Ermittlungen zeigen, dass Michael Gargiulo Ellerin am 21. Februar 2001 brutal von hinten angegriffen hat, als sie das Bad verließ. Die Beschreibung des Verbrechens ist einfach schockierend. Bis zum nächsten Tag wurde nichts Verdächtiges gemeldet. Erst am Morgen entdeckte Ashleys Mitbewohnerin ihre Leiche und rief die Polizei an. Und hier kommen wir zur Aussage des Schauspielers. Kutcher erklärte, dass er und Ellerin für diesen Abend verabredet waren, aber er rief sie noch früher an, um ihr zu sagen, dass er leider 2 Stunden später kommen muss. Der Schauspieler gab zu, dass er deswegen ein schlechtes Gewissen hatte. Und als er zu ihr nach Hause kam, klopfte er an der Tür, aber niemand öffnete. Dann versuchte er, durchs Fenster hineinzuschauen. Und er gestand, er habe zwar rote Flecken auf dem Fußboden bemerkt, aber er habe gedacht, dass es nur Rotwein gewesen sei. Und als Ellerin nicht an die Tür kam, dachte er, dass sie vielleicht nur wegen seiner Verspätung beleidigt sei. Und er beschloss, dass es besser sei, wenn er erst morgen versucht, alles mit ihr zu klären. Aber am nächsten Tag hörte er die schreckliche Wahrheit. Natürlich ist Kutcher als berühmter Filmstar ein Zeuge, der die meiste Aufmerksamkeit der Medien auf sich zieht, obwohl seine Aussage nur 40 Minuten dauerte und er nicht als Hauptzeuge gilt. Verrückt an dieser Geschichte ist jedoch, dass viele Menschen, wie man den Kommentaren unter Ashtons Fotos aus dem Gerichtssaal entnehmen kann, denken, dass diese Fotos für eine neue Produktion von Netflix werben sollten. Und sie hielten dieses schreckliche Verbrechen nur für eine Filmgeschichte. Wer weiß, vielleicht wird eines Tages ein solcher Film produziert. Doch für Kutcher war das alles insgesamt ein allzu unangenehmes Ereignis. Habt ihr gemerkt, dass wir am Anfang erwähnten, dass es 4 Opfer dieses bestialischen Mörders gab, aber wir nur 3 erwähnt haben? Also, was ist mit dem letzten Opfer passiert? Das vierte Opfer des Serienmörders war Michelle Murphy, die als einzige den mörderischen Angriff überlebte und im Gerichtsprozess als Hauptzeugin gegen Gargiulo aussagt. Der Verbrecher wird mit Sicherheit scharf bestraft. Und jetzt zurück zu euch. Wusstet ihr von diesem schrecklichen Verbrechen und Ashton Kutchers Verbindung dazu? Dachtet ihr vielleicht auch, es wäre nur ein Film? Wir freuen uns auf eure Kommentare. Und vergesst nicht, den Channel zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben und ein Teil der Community zu werden. Bis dann!